Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nickfrei zockt Fußball Manager 13. Das ist, glaube ich, jetzt mein dritter Versuch, ein neues Let's Play vom Fußballmanager zu starten. Es ist irgendwie alles nichts Halbes und nichts Ganzes und ich weiß überhaupt nicht, was ich tun will und bin völlig verwirrt und bin dann doch nicht glücklich und nach einer halben Stunde lösche ich dann die Aufnahme, die ich gemacht habe und Es ist einfach alles so bescheiden. Ja, EA ist einfach nur ein Kackladen. Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss. Nicht nur, dass mir mein Spielstand abgestürzt ist, nein, sie machen es mir auch verdammt schwer, überhaupt einen neuen Spielstand anzufangen. Denn man hat natürlich überall, also wie soll ich sagen, ne? Im Fußballmanager 14 habe ich halt mal die Wintertransfers drin. Es gibt ja kein Update, keine Fehlerbehebung, keine Patches, kein gar nichts mehr für den Fußballmanager 14. Da hast du die Transfers drin von Saisonstart und alles, was im Winter kam, gibt's dort nicht. Hier hast du die Transfers drin, um eben auf den Start des 14ers zu kommen. Also alles, was da schon an Transfers bekannt war, was in den FM14 reingebastelt haben. Das haben sie natürlich im Fußballmanager 13 auch nochmal schön nachgepatcht. Finde ich super, dass man sich einen 14er gar nicht kaufen muss. Ein paar Sachen fehlen natürlich, wie immer, aber so Götze-Transfer und so weiter sind da schon drin. Ja, führt hier zu großen Problemen, wenn man Transfers aktiviert. Weil so ein Götze ist dann irgendwie die zweite Saisonhälfte gar nicht mehr so motiviert. Weil er weiß ja, dass er wechselt. Warum soll er sich dann nur anstrengen? Muss man ständig gut zureden, dass er die Motivation behält. Ja. Der Manager dürfte auch nichts behalten, den wir hatten. Ja, der Manager, der bei Werder war, der Titel geholt hat und so weiter, der darf nichts behalten. Titel sind weg, Geld ist weg, Golfen ist weg, Wandern ist weg, Marathon ist weg, Bootfahren ist weg, Frau ist weg, Kind ist weg, Kohle ist weg, Sprachenskills sind weg. Was er behalten darf, sind die Erfahrungspunkte. Ganz tolle Show. Da stelle ich mir natürlich auch die Frage, ja, super, und? Ich werde morgens wach und habe 10.000 Trainer-Erfahrungspunkte, oder wie? Wo kommen die her? Wie sind die erarbeitet? Ich meine, wir wissen, wie die erarbeitet wurden. Da ich nicht gecheatet habe, das wissen wir alle, aber es ist halt Kacke, ja? Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Geht mir alles tierisch auf den Sack. Ich hätte am liebsten Lust, überhaupt nicht mehr zu zocken. Ich habe auch alle meine privaten Spielstände gelöscht, weil die alle so eine riesen Datenbank hatten, die waren alle aufgebläht ohne Ende. Und ich weiß ja nicht, vielleicht wird die Datenbank der fünften Saison so groß und das wollte ich natürlich ja mit meinen privaten Spielständen auch nicht haben. Da war ich überall so erste Saison, kurz vor Halbzeit. Fußballmanager 14 war ich sogar weiter, war ich Beginn zweiter Saison. Aber es war halt alles irgendwie so, es war so kacke. Lewandowski in der Winterpause verkauft für 42 Millionen. Hä? In echt geht er ablösefrei zum Bayern. Ja, das ist... Ich weiß auch nicht. So langsam ist, finde ich, es ist ein Fluch, dass da die richtigen Namen drin sind. Wenn man da einfach nur irgendwie drücken wird und dann wird irgendwas generiert und man wird keinen der Hanseln kennen und dann wird einfach irgendeinen Club auswählen oder irgendein Club wird einem einfach anheuern zum Manager machen. Da müsste man leben mit dem, was man da hat, müsste scouten und man könnte nicht auf bekannte Namen gehen, man müsste einfach alles scouten, müsste sich Talente suchen, müsste damit seine Mannschaft aufbauen und diese ganzen Wechselquerelen, die es da in echt gibt, die hätten auf das Spiel keinen Einfluss, das wäre wahrscheinlich die nächsten 100 Jahre immer wieder startbar und würde jetzt mal ein neues, geiles Spiel geben. Dafür hätte man halt kein Götze, kein Reus, die gibt's da halt nicht, ne? Naja, so, ja, was machen wir? Das ist natürlich geil, ne? Was machen wir? Wir können Live-Season spielen. Letzter Spieltag. Können wir einsteigen. Das ist jetzt auch mal. Letzter Spieltag, sind wir gleich 2014. Ne, ich weiß auch nicht, es ist irgendwie, es ist halt, boah. Zum Kotzen. So, Spielladen existiert nichts mehr, außer mein Spielstand, den ich privat neu angefangen habe. Da bin ich bei Waldhof Mannheim, Regionalliga. Mir macht das nichts aus, ich spiele gar noch die kleineren Ligen. Ich muss da nicht unbedingt einen Bundesligisten haben. So, jetzt kann ich hier Standardmodus auswählen oder Karrieremodus auswählen. Und das ist jetzt generell die größte Frage, weil hier habe ich die meiste Zeit mit verbracht im Rumgrübeln.
Mache ich Karrieremodus? Mache ich die höhere Liga, zufällige Liga, untere Liga? Mache ich Standardmodus? Suche ich mir einen Verein aus? Suche ich mir einen aus in der Bundesliga? Suche ich mir einen aus in Spanien oder so? Wenn ich eine Karriere mache, müsste ich eigentlich komplett von vorne anfangen, weil ein Bundesligist übernehmen mit einem Trainer, der kein Level hat. Da wollen die immer einen erfahrenen Trainer haben, der mindestens Stufe 11 hat. Ansonsten sind die immer ein bisschen nicht so motiviert. Ja, meine Titel haben sie mir dummerweise auch weggenommen. Das heißt also, wenn ich da jetzt einen Club suche und dann werde ich zum Beispiel jetzt von irgendeinem genommen und dann nehmen die mich nicht, weil ich schon zweimal die Champions League gewonnen habe oder so, sondern die nehmen mich dann wegen meinem Trainerlevel. Boah. Es ist irgendwie, es ist alles irgendwie, ich weiß auch nicht. Start in zufälliger Liga machen wir, wir machen Karrieremodus. Ich habe die Schnauze jetzt voll. Wir lassen einfach den Computer entscheiden und ich fange vielleicht noch ein zweites Let's Play an. Ich habe da noch eine Idee für einen Standardmodus. Oder soll ich einen Standardmodus nehmen und einen Karrieremodus alternativ anfangen? Ich weiß es auch nicht. Spielen wir aber mit Entlassung, nicht Verein besitzen ist doof. Machen wir das so. So, zukünftige Transfers, ja, ihr seht, die sind bei mir schon deaktiviert, weil ich die gar nicht so witzig finde. Mache ich sie wieder an, gehen Spieler weg, kommen Spieler, ich weiß es auch nicht. Es ist alles, ich... Prinzip ist das so eine Geschichte, vor allem, weil es kann sein, dass dann Transferbudgets überschritten werden, die ich nicht vorhersehen habe, kommen können, sehen, wie auch immer. Lassen wir sie weg, die zukünftigen Transfers. Bleibt halt Götze ein Leben lang bei Borussia Dortmund. Scheiß drauf. So, Standard, EA-Datenbank, Supi, So, Sahin kommt auch nicht nach Dortmund zurück. Das ist nämlich auch alles da drin, glaube ich. Ach komm, machen wir es doch an. Ach, das ist doch alles ein Käse, ey. So, was haben wir hier eingestellt? Ich habe eingestellt, dass ich Belgien spielen will. Deutschland bis Regionalliga. Das hat Gründe wegen Spielerverleihen und wegen DFB-Pokal. Spielerverleihen muss ich deshalb mit berücksichtigen, weil ich keine Reserveligen aktivieren werde. Weshalb wir in England nur eine erste Mannschaft haben und unsere Jungtalente, wenn wir sie aufbauen wollen, in die zweite, dritte Liga oder sogar Regionalliga in Deutschland verleihen müssen oder in ein anderes Land, was eben der Spielstärke entspricht. Frankreich, Dito, Italien, Japan, seht ihr, habe ich nicht mehr. Ist halt alles so eine Sache. Brasilien habe ich auch nicht mehr. So, was haben wir sonst noch? Wo waren wir stehen geblieben? Italien haben wir, Niederlande haben wir, Norwegen haben wir, Österreich haben wir, Portugal haben wir, Russland haben wir. Warum ich Russland habe, ich weiß es nicht. Aber die sind ja mittlerweile auch eine kleine Fußballmacht. Schweden, Schweiz, da waren wir auch schon. Spanien, da auch die zweite Liga, damit die Reserveliga automatisch gedeckelt wird. Und man noch ein paar mehr Plätze hat, wo man Spieler hinverleihen kann. Und die Vereinigten Staaten. So. Interessant war, dass ich mit einem Karrieremodus anfangen wollte eben gerade und dann haben mich tatsächlich Vereinigten Staaten haben wollen. Toronto FC mit dem Frings als OM. Tja, und da haben wir so meine drei Manager. Der eine hat 9 Punkte, weil er neu gemacht ist für Offline-Spiele mit Waldhof Mannheim. Das andere ist unser Nick Frey, der Level 10 erreicht hat. Und vor kurzem noch bei Werder Bremen war, bevor der Spielstand abgestürzt ist. Und das andere ist Nick Frey, den ich neu gemacht habe. Weil ich mir gedacht habe, ja, fängst du neu an, gleich mit 11.000 Punkten, ist auch kacke. Irgendwie ist das auch kacke. So, nehmen wir den hier. Machen das natürlich wieder auf schwer. Jetzt können wir uns hier einen Club aussuchen. Ist eigentlich das Fairste. Ich würde gern Deutschland nehmen. Ich bin am überlegen, ob ich hier in Deutschland nehmen soll, Eintracht Frankfurt, Mainz 05 oder Kaiserslautern.
Oder Darmstadt. Oder Wormatia Worms. Die hatten wir ja auch schon mal. Allerdings ohne das tolle Logo und ohne die Originalspieler. Ich komme aber zu dem Schluss. Da war ich einen falschen Manager zugewählt. Das ist auch interessant. So, nehmen wir nämlich den für, sonst haben wir nämlich einen Nachteil, wenn wir Bundesliga-Mannschaft nehmen. So, Deutschland, Mainz 05. Weil es bei mir vor der Haustür liegt und die habe ich noch nicht gespielt im Fußballmanager und die haben sich jetzt auch mal verdient, dass ich sie spiele. Was haltet ihr von der Wahl, Mainz 05 zu nehmen? Ja, ist keine Mannschaft, die um die Meisterschaft spielt, ist keine Mannschaft, die um Abstieg spielt. Die werten schon als Erfolg, international dabei zu sein, sage ich mal. Also zumindest in der Saison hier. DFB-Pokal haben wir hier, seht ihr, die komplette große Auswahl. Und ich finde das gar nicht mal so uninteressant. Jetzt nochmal mit Werder komplett von vorne anzufangen. Ich meine, wir hatten am Schluss eine ganz andere Mannschaft. Genauso wie ich würde niemals Dortmund nehmen, momentan, weil es verwirrt alles so. Versteht ihr, das ist mit so vielen Spielständen, die ich jetzt hatte, die ich alle gelöscht habe, es verwirrt einfach so. Interessant ist beim Fußballmanager, ich habe dabei bei dem YouTube-Kanal von Sky habe ich da dieses vier Jungprofis oder irgendwie was geguckt, die da begleiten. Das Interessante, ich habe die ganzen Profis gesucht in den Datenbanken vom Fußballmanager. Die existieren dort alle. Das ist der Hammer. So, ich könnte das Ganze ja beschleunigen. Ich fände das aber langweilig. Ich lasse es lieber mal so laufen. Bin mal gespannt, wie weit wir da kommen. Die haben mich mal rausgeschmissen, als ich mit dem BVB im Pokal gespielt habe. Haben die mich in der zweiten Runde, hat mich der VfR Aalen gekickt. Schweine! So. Ja, ich bin mal gespannt. Ich lasse das jetzt auch bewusst. Ich gönne mir das mal. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Ja, weil es kommt ja kein Fußballmanager 15 raus. Wintertransfers, Patches gab es auch nicht. Fehler werden auch nicht behoben. Es ist halt, ja, sage ich jetzt mal nichts zu, was das hier ist. Ich habe ja auch noch ein paar andere Sachen geplant. Ich glaube, ich habe mir überlegt, ich werde da richtig einsteigen. Ich habe überlegt, ich muss aber am ganzen Kanalkonzept ein bisschen was ändern. Ja, ich muss mal gucken, welche Sachen laufen und welche Sachen laufen nicht so und ich bin da eh ein bisschen momentan, also ich glaube, ich brauche da echt mal einen Schwung. Muss mal irgendwas anders machen. Und ich habe mir überlegt, man könnte mehrere Projekte mit Fußballmanager aufbauen. Ist ja ein immer gern gesehenes Projekt bei euch. Ist auch eins von den Projekten, wo ich raus erwachsen bin. Und ich will ein bisschen weniger Spiele machen, aber dafür Spiele besser machen, sagen wir es mal so. Das hat auch der Fußballmanager-Absturz hat da auch mit eine Rolle gespielt, ja? Sage ich ganz offen. Der hat mich da auch zum Nachdenken gebracht. So, wir wurden immer noch nicht gezogen. Hier wird jede Menge Vereine werden hier gezogen. Werder Bremen spielt hier gegen Karlsruhe SC. Na, wunderbar. Ja, warum nehme ich Mainz 05? Weil es bei mir vor der Haustür ist. Und weil einer derer, die für den Fußballmanager verantwortlich gezeichnet haben, ein Mainz 05-Fan ist, nämlich der Wahl, ich weiß gar nicht, wie heißt er mit Vornamen, also der Datenbankchef von Bright Future ist Mainz 05-Fan. Und so ein bisschen Tribute, ja, an Mainz 05, ne?
Und an Bright Future. Die es ja nicht mehr gibt, Bright Future an sich, ich weiß nicht, die sind, glaube ich, komplett aufgegangen in der Firma, die sie gekauft haben und machen jetzt Browser-Games. Und ich weiß nicht, von wem sie sich da alles getrennt haben. Ich weiß nicht, ob die noch einen Datenbankchef brauchen. Sagen wir es mal so. So, SV Sandhausen, irgendwann müssten sie auch mal uns ziehen. Stuttgarter Kickers, okay. Gegen Augsburg. Ja, ihr seht schon, das sind so zwei Töpfe. Da wird drüben wird erst der kleinere Verein gezogen und dann der größere und so langsam wird's eng. Oha, ich sehe schon kommen, dass wir gegen Red Bull Leipzig rausfliegen. Ja, oh, nee. Okay, Babelsberg, Darmstadt oder Unterhaching. Gegen wen spielen wir? Unterhaching oder Darmstadt, gegen wen spielen wir? Die ziehen uns als letztes, das hatte ich ja auch noch nie. Boah, wir spielen gegen Unterhaching und es ist wirklich die letzte Partie, die ausgelost wird. Das ist doch ein Witz. Tja. 18.8. erstes Spiel Unterhaching. Für uns, für Mainz 05. Hat eine lange gedauert jetzt die Auslosung hier, aber es sind bestimmt ein paar interessante Partien dabei, die euch interessiert haben. Es ist hier alles so eine Sache. Das ist die Liga, mit der wir jetzt spielen. Bundesliga, zweite, dritte Regionalliga. Das wird auch sehr interessant. So, Ziel ist gesichertes Mittelfeld. Das heißt, weit weg von den Abstiegsplätzen. Ja, also ich schätze das mal ein, das ist nicht international. Also was nicht international ist, darunter bis, ich sag mal, eine Position, wo man nicht abrutschen kann. Das ist das, was die gerne hätten. Jobsicherheit ist dann Mittel. Das ist auch interessant. Eigentlich müsste ich das nehmen, da wäre die Jobsicherheit besser. So, und die dritte Runde vom nationalen Pokal. Mehr wollen sie nicht. Also es ist ja göttlich. So, das Schraffierte ist ja das, was wir angeblich... Das ist alles natürlich äußerst riskant, hier drin rumzumengen. Weil am Schluss stimmt sowieso alles nicht. Ich passe das ein bisschen an, dass das hier hinten ein bisschen drüber steht über dem Schraffierten. Das sind nämlich schon die fixen Kosten, die wir haben. Oha. Auf was lasse ich mich hier ein? Kann mir das einer sagen, auf was ich mich hier einlasse? Da starten wir unsere neue Fußballmanager-Karriere bei Mainz 05 mit unserem alten Trainer, den ich nur deshalb genommen habe, weil ich eben einen Bundesligisten ausgewählt habe. Und wenn wir jetzt hier gucken, der hat 10.900 Punkte. Ja, aber der hat sonst nichts. Also wenn ich auf Sprachen gehe, der kann kein Spanisch. Dann müssen wir wieder einstellen, dass er Spanisch lernen muss. Da waren wir schon bei 15, verdammte Hacke nochmal, ey. Das geht mir so auf den Keks, dass wir alles verloren haben bei dem. So. Ja, wir haben einen Vertrag. Wir wissen auch nicht, was wir für einen Vertrag haben. Wir mussten den nicht verhandeln. Wir sind dort einfach. Wir verdienen 1,17 Millionen. Ist auch nett. So ein Einstiegsgehalt für einen Trainer, der über Nacht der morgens wach wurde und ein Level 10 Trainer war. Nicht schlecht, Herr Specht. So, 3D-Optionen. Wir wollen nicht, dass die Stadien durch den Ausbau verändert werden, weil sonst sieht irgendwann der Signal Iduna Park wie zum Kotzen aus. Den Rest lassen wir so. Die Soundoptionen, da haben wir keine Musik drin. Die habe ich gelöscht. Da hatten wir Bandicam, Musik. Da hatte ich die Musik drin gespeichert. Voreinstellungen.
Wir wollen die Mails löschen, wir wollen vom Interview eine kurze Pause, dass ich da ein bisschen lockerer mich drauf einstellen kann, dass ein Interview kommt. Das täglich lasse ich, werde aber nicht mehr täglich alles machen. Oder vielleicht auch doch. Nationalspieler stellen wir nicht immer ab. Sportgerichtsurteile akzeptieren wir nicht immer. Rückennummern akzeptieren wir auch nicht immer. Wir wollen über Europapokal, nationaler Pokal und Meisterliga informiert werden. Am Quiz wollen wir nicht teilnehmen. Haben wir noch was? Spieloptionen, genau. Autosave alle 7 Tage. Schwierigkeitsgrad schwierig. Der Rest würde ich sagen, passt so, glaube ich. So, normalerweise würde ich jetzt speichern, aber machen wir jetzt in dem Fall noch nicht. So, wir haben ja Privatleben dann doch wieder aktiviert. Warum, weiß ich nicht. Weil ich ohne dann doch nicht kann. Irgendwie. Aber gehen wir mal für einen Segelschein lernen. Fangen wir wieder von vorne an. Karriereoptionen. Wir gucken uns alles an. Ausland bis runter in die vierte Liga. Gucken wir mal einen aktuellen Vertrag rein. Ich will mal sehen, was unsere Ziele sind.